Diese Sendung wird dir präsentiert von Grand Casino Baden und jackpots.ch. Parlez-vous plus mit dem Maximilian Baumann und der Elene Beltracchi. Wir hatten vor kurzem die Ehre, den Wolfgang Beltracchi bei uns im Podcast zu Gast haben. Er ist der bekannteste oder wahrscheinlich sogar grösste Kunstfälscher aus der kunsthistorischen Geschichte. Und er ist hier ins Restaurant Blü in Baden angereist mit seiner bezaubernden Frau, der Helene Beltracchi. Sie ist auch die Namensgeberin von Beltracchis, weil bei der Hochzeit hat er ihren Namen angenommen. Und weil du dabei bist, Helene, also jetzt da bist, wo der Wolfgang gerade mit seinem Gespräch fertig ist, habe ich gesagt, wenn wir euch beide hier haben, dann müssen wir eigentlich mit beiden von euren Podcast-Folgen aufzeichnen. Ja. Weil das Leben, das ihr gehabt habt, das ist so crazy, dass ich einfach auch bei dir sehr viele Fragen habe, die mich interessieren. Und aber auch über die kriminelle Geschichte hinausgehen, dass auch über die heutige Geschichte, die total frei ist von irgendwelchen Fälschungen. Zuerst mal danke vielmals, dass du da bist. Ja, bin gerne da und fand ich jetzt auch spontan eine super Idee, dass wir so machen. Du bist sehr ein wichtiger Teil von dieser Beltracchi-Geschichte, wo der Wolfgang uns erzählt hat. Kann man alles nachlesen im Podcast. Und zwar hast du wie die Geschichte rund um die Bilder erklärbar und nachvollziehbar gemacht, indem dass ihr viele Sachen nachgestellt habt und Bilder eingefügt habt, damit eine Geschichte um die Bilder Sinn macht. Ja. Wie ist das gewesen? Eigentlich war das, ich würde mal sagen, ein Selbstläufer. In dem Moment, wo du ein Bild vorstellst bei einem Experten, und der Experte das dann als authentisches Werk des Künstlers ansieht, für den er die Expertisen ausstellt, den er besonders gut kennt, treten natürlich auch immer wieder so Fragen auf. In den ersten Jahren eigentlich nie, erstaunlicherweise. Ich meine, ich bin mit dem Wolfgang jetzt 30 Jahre verheiratet. Davon waren die ersten 20 Jahre ziemlich aufregend. Die letzten 10 waren nicht weniger aufregend. Aber diese Geschichte, die Bilder zu verkaufen, das ist eine Sache, die sich von alleine entwickelt. Wenn eine Frage kommt, woher stammen die Bilder, dann musst du spontan eine Antwort haben. Und wo sollen die herstammen? Dann in der Regel aus Familienbesitz. Da ich ja kein bekannter Händler war, kann es ja nur aus Familienbesitz gewesen sein. Das war dann schon mal so die erste Erklärung. Dann später, als dann gefragt wurde, ja und wie sind die Zusammenhänge, warum hat die Familie diese Bilder besessen und so weiter, dann habe ich eigentlich immer Erklärungen gesucht, die der Wahrheit so nahe wie möglich kamen. Dass das eben mein Großvater war, der in Köln lebte. Der hatte ein Geschäft ganz in der Nähe, wo Alfred Flechtheim, ein berühmter Kunsthändler, seine Galerie hatte. Und das war also nicht alles erfunden, sondern so manche Sachen etwas zeitverschoben ineinander gefügt. Fängt man das auch an glauben, wenn man in dieser Rolle so drin ist? Man selber, ob man da an diese Sachen glaubt, eigentlich, natürlich weiß man, dass es eine Geschichte ist. Aber es ist ja so eine verrückte Sache, als ich meinen Mann kennenlernte und der mir erzählt hat, was er tat. Das war im ersten Moment natürlich ein Schock, weil ich habe ihn als jemand ganz anders kennengelernt. Ja. Und natürlich auch als Künstler, aber eben nicht so spezialisiert auf diese Art und Weise von Kunst. Und da war ich schon ziemlich erstaunt und war auch nicht so sicher, wie ich damit umgehen soll. Aber wenn man so total verliebt ist wie wir beide, dann kannst du nicht einfach sagen, so, Schluss mit lustig, das geht mir da zu weit. Also so war ich nicht gestrickt. Ja. Für mich war das einfach klar, dass dieser Mensch so ist, wie er ist. Und wenn ich bei dem bleiben möchte, dann muss ich damit leben. Als Kompliz in dem ja, Sinne. Ja, eben in dem Moment, wenn ich ihn verlassen hätte, dann hätte ich ihn auch anzeigen müssen, weil ich ja schon in dem Moment Mitwisser ja. war und es verschwiegen hätte. Also eine Wahl blieb da eigentlich nicht, ja oder nein. Ne? Mhm. Und für mich war natürlich ja die Entscheidung. Wir sind ja nun immerhin jetzt auch 30 Jahre zusammen ja. und es hat sich als eine gute Idee mhm. erwiesen, das so weiterzumachen. Ja, absolut. Ne? So mit Höhen und Tiefen halt. Ja, logisch, ja. Und, aber es war halt, hat Spaß gemacht, das muss ja. ich schon sagen. Ne? Jetzt haben die da zum Teil Bilder nachgestellt, wo du deine eigene Großmutter gespielt hast. Das sind ja. wahnsinnige Bilder. Wie ist es zu dieser Idee gekommen, dass man Bilder nachstellt, wo echte Prints drin sind, also Kopien, ja. wo schwarz-weiß sind, dass es nicht auffällt, und ja. dann ein Fälschungsbild vom Wolfgang drin, um zu sagen, hey, ja, das ist übrigens dort auch gehangen. Wie ja, macht ja. man das? Wie kommen wir auf die Idee? Ach, auf die Idee sind wir einfach gekommen. Ja, irgendwann mal kam die Frage, gibt es denn irgendwelche anderen Dokumente aus der Familie? Und dann, der Wolfgang ist halt ein sehr kreativer Mensch. ja. ne? Rundum, egal was der macht, es muss immer irgendwas entstehen. Und er fand das total witzig, mhm. diese Idee.
dann machen wir halt diese Dokumente und ist ja nichts leichter als das. Wir haben ja alles, was dazugehört. Dann hat er sich eine uralte Kamera besorgt oder eigentlich mehrere, so aus dem eBay. Dann hat er einen alten Durstvergrößerer besorgt. Dann hat er das Schlafzimmer umgebaut und die Kostüme besorgt. Und dann haben wir diese Inszenierung gemacht. Und das war natürlich auch total witzig. Ne? Ja, das war unglaublich witzig. Und diese Bilder, die dann an den Wänden hingen, die waren teilweise, waren die ja von den Experten auch schon bestätigt. Die waren international bekannt. Die waren schon in großen Ausstellungen gewesen. Also war ja klar, wenn man dieses Foto sieht und sieht diese Bilder und recherchiert die nach, ja, berühmte Bilder. Ne? Und da sind halt dann auch welche dabei, die man noch nicht gekannt hat, aber... Das war eine logische Geschichte. Ja, aber Geschichte. Die Unterschrift ist dort halt drauf. Das ist eben das grosse Werk. Ja. Und man muss dazu wissen, man kann da nicht einfach normales Fotopapier nehmen und sagen, ich mache jetzt da mal mit einer alten Kamera. Sondern nein, man muss sich in das einlesen. Also man muss Chemiker sein einerseits, um die überhaupt können drucken, die Bilder nachher. Ja, das ist ja das Verrückte, dass mein Mann eigentlich, egal was er macht, wenn ihn was fasziniert, dann geht der... so tief in die Materie, dass das einfach immer alles 100% stimmt, weil ihm das Spaß macht. Das ist ein dauernder Lerner und Kreator. Das ist heute auch so geblieben. Wie schaut man da zurück auf die Zeit? Weil ihr habt ja dann noch eine wunderbare Tochter und einen wunderbaren Sohn bekommen, wo auch mit dem Wissen, dass es irgendwann kann sein, dass man da einfach in die Hütten reinspaziert und sagt, die sind jetzt verhaftet. Es ist Gott sei Dank relativ spät passiert im Leben von diesen Kindern, weil sonst wäre es natürlich problematisch gewesen. Aber stellt man sich da auch essentielle Fragen? Was mache ich da? Bringe ich die nicht zu fest in Gefahr und so? Ja, irgendwann ist man ja in dieser Geschichte so drin. Es ist ganz verrückt. Wir haben ein Leben gelebt, wie jeder andere Künstler auch. Wir haben in Südfrankreich gelebt. Unsere Freunde waren alles Musiker, Prunk, Maler. Oder? Es waren Maler, Schriftsteller, es waren einfach alles Künstler. Und wir hatten auch vor, auf unserer Weindomäne, die wir da gekauft haben, eine Künstlerkolonie aufzubauen. Das war eigentlich unser richtiges Leben. Das war das offizielle Leben. Und das andere, das lief ja nicht jeden Tag. Das waren ja ab und zu mal so Stippvisiten in einen ganz anderen Bereich. Und das waren einfach mehr oder weniger Ausflüge, die man auch, also ich jedenfalls, doch ein bisschen verdrängt habe, weil mein normales tägliches Leben sah eben anders aus. Für mich waren das so Abenteuertouren, wo ich nicht viel drüber nachgedacht habe. Je älter die Kinder wurden, umso mehr habe ich eigentlich auch dann darüber nachgedacht, also, weil es dann auch kippen kann. Ne? Eben, ja. Und unsere beiden Kinder sind ja dann auch später nach Deutschland gegangen. Unser Sohn hat in Deutschland studiert. Unsere Tochter ist auf ein Internat gegangen, weil die da unten in Südfrankreich auch sagte, in den Dorfschulen lerne ich eh nicht genug. Und sie, von sich aus wollte sie dann auch eine Schule besuchen, wo sie internationaler lernen kann. Und die hat dann auch einen Abschluss des IBs gemacht, also in Deutsch, Englisch und Französisch. Und die war dann auch Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt nicht mehr zu Hause. Das hat mich auch sehr entlastet, muss ich sagen. Ja, eben. Ich kann mir das noch vorstellen. Ja. Aber, Entschuldigung, trotzdem hat man das Gefühl, eben... Durch das, dass du auch sagst, es sind so Steppvisiten gewesen und du hast dir über das gar nicht so Gedanken gemacht. Ist es so, dass man über Dauer, das kennt man ja von vielen Kriminellen, ihr habt keine Menschen umgebracht, das ist sehr wichtig, um das zu sagen. Ja. Ihr habt grosse Milliardenunternehmen um ein paar Millionen betrogen und für das habt ihr auch abgesessen, das ist alles geregelt. Aber ist es so, dass man irgendwann... so ein bisschen unsterblich wird für sich, dass man so das Gefühl hat, ich kann dort hingehen und denen das verkaufen, es kommt niemand drauf. Das ist ja das Verrückte in unserer Geschichte gewesen. Ne? Als mein Mann mir das erzählt hat, dachte, das ist eigentlich überhaupt gar kein Risiko, weil es geht immer gut. Die Experten, die sehen die Echtheit der Bilder sofort. Ne? Und das habe ich immer wieder erfahren. Jedes Mal, wenn ich ein Bild präsentiert habe, dann kam sofort die Antwort, klar, das ist das Bild des mir erforschten Künstlers. Ne? Und das wird ja noch viel komplizierter. Dann hat man den Experten, man hat ja auch ein naturwissenschaftliches Gutachten. Die Wissenschaftler sagen, das ist ein authentisches Werk, da sind keine kontraproduktiven Dinge drin. Ne? Dann geht man mit dem Bild zu einem Auktionshaus. Wir haben ja auch wirklich nur die Bilder, nie privat verkauft, immer nur an Experten, die wissen, was sie tun. Und wenn du dann da ein Bild einlieferst, dann gucken sich da wieder Experten die Sachen an. Die Sammler, die diese teuren Sachen kaufen, die kommen auch nicht einfach so und legen ein paar Millionen auf den Tisch. Die bringen auch ihre eigenen Experten mit und alle sagen ja. Und irgendwann mal ist für dich klar, ja klar, logisch, es ist einfach so. Ne? Und
da schwindet die Angst natürlich immer. Ne? Immer mehr. Irgendwann mal wird es dann so zu einer Normalität. Ne? Ja, wenn man eben weiss, man ist untouchable. Es ist klar, dass das Bild echt ist. Wir verlassen jetzt die ganze Geschichte. Etwas, was die im Verfahren von dieser ewig langen Untersuchungshaft, 14 Monate, glaube ich, noch rauspicken. Das war ein geschlossener Vollzug, also nicht so wie nachher, wo man eben auch in der Podcast-Folge mit dem Mann Wolfgang kann nachhören kann. Ein offener Vollzug, wo ihr beide den Tag über arbeiten konnten. Ihr habt während diesen 14 Monaten euch Briefe geschrieben. Ja. Das ist die einzige Möglichkeit, ja. So einmal in der Woche. Nein. Jeden Tag, mehrmals am Tag. 8000 Papier, Seiten Papier. Ja, aber stell dir doch mal vor, du sitzt in einer kleinen Zelle. Du bist da alleine, Gott sei Dank. Ne? Ich war auch zeitweise mit 4 Leuten auf einer Zelle. Ganz schlecht. Ja, aber da war ich auch zeitweise alleine. Und dann bist du eigentlich auf der einen Seite froh, dass du allein bist, auf der anderen Seite, mit wem redest du? Und der Mensch, der dir am allerwichtigsten ist, den du deine ganzen Jahre gewidmet hast, den du eigentlich brauchst, der ist ja nicht da. Und den durften wir durften uns ja auch nie sehen. Das hat Monate gedauert, bis dass wir uns das erste Mal sehen durften. Mhm. Und du kannst die einzige Möglichkeit, über das zu sprechen, was in dir vorgeht, das sind Briefe. Also schreibst du einfach alles runter. 8000 Seiten. Ja. Und es gibt, ist das nicht auch noch in ein Buch verfasst worden? Das ist dann später, als wir unsere Biografie veröffentlicht haben, hat der Verleger gesagt, und eure Briefe, weil die Staatsanwaltschaft hat das weitergegeben, dass wir uns so viel... Ja, logisch. Jeder hat in den Zeitungen gelesen, was wir geschrieben haben. Ich fand das alles schon ein bisschen sehr privat, was da von uns in der Öffentlichkeit gebracht wurde. Und irgendwann mal sagt unser Verleger, das weiß ja eh jeder, die Staatsanwaltschaft hat die Briefe gelesen, die Polizeibeamten, die Gefängnisbeamten, das ist ja nicht mehr euer Privates, was da drin steht, wollen wir das nicht veröffentlichen. Und dann haben wir uns entschlossen, eigentlich ist das doch gar nicht so dumm. Das ist ja 1:1 authentisch, wie wir das jeden Tag da gelebt haben. Wir haben ja nicht nur unsere Liebe beschrieben, sondern auch den Alltag, nur wie man damit zu kämpfen hat, wie schlimm das eigentlich ist, so isoliert zu sein. Und die Welt draußen geht weiter und du steckst da so fest. Dann haben wir gesagt, okay, veröffentlichen das, und wen das interessiert, der kann das lesen und der weiß, wie ist das eigentlich, wenn man in Deutschland im Gefängnis sitzt. Das ist die eine Geschichte. Und auf der anderen Seite, wie ist das eigentlich, wie übersteht man das? Ja, ganz eine einfache Frage. Du hast vorhin gesagt, man hat sich ewig lang nicht mehr gesehen. Ist es möglich, dass das erste Wiedersehen in dem Gerichtssaal war, wo ihr euch einen Kuss gegeben habt? Nein, das erste Mal, dass wir uns berühren durften. Das ist okay, jetzt wird es aber spannend. Ja. Und dort erkennt man, was das für eine Liebe ist. Weil ihr kommt in einen Gerichtssaal und es ist eigentlich das Worst-Case-Szenario. Ihr werdet jetzt dann verurteilt für eben 6 und 4 Jahre, 14 Monate davon von beiden schon abgesessen. Ich komme in den Gerichtssaal und es ist die pure Freude. Es ist, man sieht keine Angst, kein nichts. Es ist, man sieht, wie ihr aufeinander zuläuft und euch hebt und euch einen Kuss gebt. Ja. Ich habe gerade einen Hühnerhut, wenn ich daran denke. Ja, das war auch irgendwo, wie soll ich das sagen, schon eine Befreiung. Für mich der erste, wenn man in so einen Gerichtssaal reingeht, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist. Und ich habe ja auch nur eine einzige Erfahrung überhaupt mit einem Gefängnis und mit einem Gericht. Ja. Ne? Und in Köln war das so, man war während der Verhandlung unten in so einem Gerichtskeller, dunkle Räume und oben nur so ein ganz kleines Oberlicht, finster und schmutzig alles. Dann geht man ins Gericht hoch und die letzte Tür, wo man in den Saal reingeht, die ist so niedrig, dass man sich so reinbücken muss. Ne? Für mich ist das wie so eine Inszenierung. Dann sitzt da oben der Richter und der Staatsanwalt und du bist da dieser kleine Bösewicht, der sich jetzt da rechtfertigen muss. Und ich hatte meine Aussage vor meinem Mann und dann kam mein Mann rein und der hat was getan, was man wirklich nicht machen darf bei Gericht. Der ist nämlich einfach losmarschiert und hat mich in den Arm genommen. Die Beamten waren erstmal völlig schockiert, aber die haben ihn gelassen und das war für mich so dieses Gefühl, in Sicherheit zu sein. Das läuft für mich jetzt, der ist da und der wird jetzt auch, das wird jetzt wieder weitergehen mit uns. Und das wird unsere Zukunft wieder sein. Und das war das Beste, was in dem Moment für mich passieren konnte. Er hat ja sehr haftmindernd für dich sehr viele Sachen auch zugegeben, die man ihm gar nicht hätte anweisen können. Wo er einfach gesagt hat, ich hole das Beste raus für meine Frau. Gibt es wiederum im Umkehrschluss Moment, wo du im Gefängnis gesessen bist und gedacht hast, hätte ich den Mann doch gescheiter nie kennengelernt, dann wäre das nie passiert? Nie. Also ich habe das nie bereut, mein Leben mit meinem Mann geführt zu haben. Natürlich,
da sind Dinge, die wir gemacht haben, das ist nicht richtig, man weiß es. Nur das ist ein krimineller Akt, ja. Und das ist bereuenswert. Schuldbewusst oder sagen wir mal so, dass ich also so ein ganz tief schlechtes Gewissen habe gegenüber verschiedenen Leuten, kann ich jetzt nicht unbedingt behaupten. Mhm. Aber es war, wir haben Dinge getan, die tut man nicht. Aber das Leben, das ich mit meinem Mann geführt habe, mein Leben, das bereue ich never. Das ist ein Film. Ja, das ist einfach mein Leben und es ist so spannend und es ist heute noch spannend. Ja. Und ich gehe auch davon aus, solange wir beide atmen, gemeinsam, wird es spannend bleiben. Ja. Und was bis will dass man der mehr? Tod euch scheidet. Und das mir so genau. Jetzt bist du, sind ihr rausgekommen, ihr seid auf freiem Fuß, ihr seid frei, seid ihr auch noch auf Bewährung. Und in ganz vielen Interviews beim Stefan Raab, bei Markus Lanz, bei mir, Maximilian Baumann, was mich wirklich unglaublich freut. Und ihr habt von überall international Anfragen. Und was ich spannend finde, immer bei der Frage, ist es fertig mit der kriminellen Energie bei Beltrakis, hast du immer geantwortet, es ist fertig. Und der Wolfgang hat immer nicht gesagt, nein, es ist nicht fertig, sondern immer mit seiner lustigen Art und Weise, weil er ist ein Geschichtenerzähler, ja. Hat er gesagt, es ist schon fertig. Und ich habe mir dann überlegt, da hast du ihm wahrscheinlich auch mal auf den Finger geklopft, es ist fertig. Ja, natürlich. Oder ist es für beide ganz klar gewesen? Klar ist das fertig. Der Wolfgang ist natürlich ein Spieler, das ist ja klar. Aber wir beide sind von unseren Erfahrungen, die wir da in der Haft gemacht haben, da sind wir so kuriert. Also nicht einen Tag möchte einer von uns da nochmal verbringen. Wir würden nie wieder irgendetwas tun, das uns in die Gefahr bringt, in so eine Situation wieder hineinzukommen. Mhm. Also das sicher nicht. Ich muss ja auch sagen, natürlich, der Wolfgang spielt gerne mit Dingen, aber eben nicht mehr kriminell. Ja, das glaube ich auch nicht. Also so wirkt er auch nicht. Nee. Jetzt hat ja das ganz neue Leben angefangen. Der Wolfgang hat mir gesagt, du hast eine Krebsdiagnose gehabt, wo das mit der U-Haft gerade passiert ist oder in dem Zeitraum. Unter anderem wegen dem ist es ihm auch sehr wichtig, dass du sehr schnell wieder dort raus kannst. Ganz schwierige Zeit, logischerweise. Und dann nachher ist euer Leben danach gekommen. Ja. Wie macht man das plötzlich? Man fängt plötzlich an, neue Art und Weise zu finden, wie man zu Geld kommt. Und das auf legale Art und Weise, stelle ich mir noch schwierig vor. Ja, das ist extrem schwierig. Vor allen Dingen, wir haben etwas getan, was unverzeihlich ist in mancher Leute Augen. Wir haben uns mit der Bildungselite angelegt. Und ganz besonders mit der deutschen Bildungselite. Wir sind verbannt dort, aus deutschen Kunst. Ja, Kunsthändlerverband und Museumsverband und all diese super Intellektuellen, die natürlich alle berechtigterweise stinkesauer auf uns sind. Ne? Das ist ja klar. Und das sind verletzte Eitelkeiten, das sind Wunden, die heilen nicht so einfach. Ne? Und in dem Milieu als Künstler wieder zu Fuß zu kommen, ne? Oder wieder erfolgreich zu werden, das ist ganz harte Arbeit, weil du hast ja alle gegen dich. Mhm. Und der Wolfgang ist eben keiner, der aufgibt. Und das ist auch keiner, den solche Sachen beängstigen. Er hatte von Anfang an die Idee, natürlich als Künstler zu arbeiten, weil wir beide können nichts anders. Ne? Wenn man das ist, ist man das immer und sein Leben lang. Und als dann dieser Prozess lief und auf einmal die Leute ankamen und wollten Filme machen oder wollten Bücher über uns schreiben, dann haben wir gesagt, warum sollen das andere machen? Das machen wir doch alles lieber selber, das können wir ja genauso gut. Und dann haben wir dann erstmal diese beiden Bücher herausgebracht. Dann haben wir diesen Dokufilm gedreht, der die Lola bekommen hat. Der Wolfgang hatte die Anfrage vom Schweizer Radio und Fernsehen für Dreisat. Diese Serie zu machen, das war ein ganz großes Glück und da müssen wir auch sagen, schöner gemacht, ja, schön gemacht und alles in Schweizer Händen und dass die Schweizer den Mut haben, solche Dinge zu tun und so neugierig sind auf eine sehr positive Art und Weise, neugierig sind, etwas auszuprobieren. Das war unsere große Chance und das sind wir heute noch sehr, sehr dankbar darüber. Überhaupt die gesamte Schweizer Einstellung. Wir haben die Schweizer ganz anders kennengelernt, als wir die als Deutsche wahrgenommen haben. Wenn man einmal mit diesem Land zu tun hat und erfährt, wie man hier aufgenommen wird und wie Schweizer eigentlich reagieren, nämlich unglaublich offen eigentlich. Mhm. Weil in der Schweiz gibt es natürlich Vorurteile, das ist klar. Aber es gibt nie so
abgrundtiefe Vorurteile, die nicht überbrückt werden können. Ein Schweizer ist von Natur aus neugierig. Und wenn man ihm beweist, dass es okay ist und dass man auch was kann, dass man auch auf einer gesunden Basis miteinander umgehen kann, dann funktioniert das in der Schweiz immer. Und das ist was, was Großartiges an dem Land. Und das gefällt uns auch. Deshalb sind wir auch letztendlich irgendwann mal hier gelandet. Mhm. Und mittlerweile kann man, glaube ich, sagen, ihr lebt wieder sehr wohlhabend. Der Wolfgang mal 2-3 Bilder, vielleicht 4-5 im Jahr und verdient viel Geld mit dem. Ihr verdient viel Geld mit den ganzen Anfragen, wo grosse Dokumentationen auf euch kommen, wie zum Beispiel Netflix, wo ein Wahnsinns, wirklich, es ist ein Wahnsinns Dokumentationsfilm, eine Serie über euch gemacht hat. Wie lebt man da, wenn man plötzlich weiss, dass das alles jetzt einem nicht mehr weggenommen werden kann? Weil vorher hat man ja schon das Bewusstsein, dass die x Millionen, die ich gemacht habe, plötzlich weg sein können. Ja, aber gut, auf der einen Seite, uns ging es früher gut, aber wir haben jetzt nicht so ein Jet-Set-Leben geführt. Wir waren immer schön auf unserer Domäne und hatten es eigentlich ruhig. Und uns ging es eigentlich hauptsächlich darum, unsere Freiheit zu leben. Das Leben zu leben, was man sich so vorstellt, was man gerne leben möchte. Die Zeit zu haben, sich den Kindern zu widmen. Die Zeit zu haben, sei es den Freunden zu widmen. Die Zeit zu haben, das gerne zu machen, was man machen möchte. Das ist natürlich jetzt ein bisschen anders. Wir arbeiten schon viel mehr als früher. Aber es macht auch viel mehr Spaß insofern, dass wir uns viele neue Gedanken machen, was wir eigentlich gerne noch machen wollen, was wir aussagen wollen. Wir haben ja eigentlich fast alle Ausstellungen, die wir machen, sind Projekte, die eine durchgehende Geschichte erzählen. Oder das NFT-Projekt, was wir gemacht haben, eine durcherzählte Geschichte. Wir haben Kairos der richtige Moment gemacht. Das war eine Wanderausstellung, die von Hamburg nach Wien, Venedig gegangen ist, wo der Wolfgang Geschichten erzählt hat über Künstler, beschrieben hat, über Bilder beschrieben hat, Situationen, die hätten gemalt werden können, wenn die damaligen Künstler gewusst hätten, dass die Situationen sehr wichtig waren. Ne? All sowas, das macht uns unglaublich viel Spaß, weil wir lernen sehr viel und wir können Wissen weitervermitteln. Und das ist etwas, was den Wolfgang begeistert, wenn er das, was er kann, anderen vermitteln kann. Er mag keine Klugschwätzer. Er mag keine Leute, die über Kunst so viel Unsinniges, Intellektuelles reden, dass keiner mehr versteht, was da auf dem Bild zu sehen ist. Er hat es lieber, wenn er den Leuten erklären kann, wie es funktioniert, wie Bilder entstehen, wie Kunst entsteht und warum man das so malt oder was derjenige vielleicht wirklich sagen wollte. Also Kunst einfach verstehen. Genau, für jeden. Also in ein Museum hineinlaufen, vor einem Bild stehen und sich nicht müssen, total abstrakte Vorstellungen zu machen, sondern einfach mal kann ein rotes Bild mit Pferden Wer war anschauen. Überhaupt dieser Künstler? Genau. Was war das für ein Mensch? Mhm. Wie hat er gelebt? Warum hat er so ein Bild gemalt und vielleicht kein anderes? War das eigentlich ein netter Mensch? All diese Dinge, die man so nicht weiß. Ne? Und wir kriegen ja immer wieder Fragen von Leuten, die nicht wissen, wie man Kunst versteht. Und dann sagen wir, das ist doch ganz einfach. Du musst da überhaupt gar keine Studien für betreiben. Du gehst irgendwann mal, findest du ein Bild, was dich interessiert. Und dann schaust du das Bild genau an. Und dann fragst du dich, warum interessiert es mich eigentlich? Und irgendwann mal kommst du auch auf die Idee zu fragen, wer hat das eigentlich gemalt? Und warum hat er das gemalt? Und vielleicht kommst du dann darauf, warum es dich dann interessiert. Und dann ist die Tür auf. Ja. Und dann gehst du einfach weiter, wenn du willst. Ja. Oder du machst sie wieder zu und lässt sein. Und welche Rolle spielst du in dem ganzen Konstrukt jetzt? Ich mache mit dem Wolfgang die Konzepte. Manchmal mache ich auch, ich kann leider nicht malen. Ja, ich würde so gerne auch malen können. Aber ich bin trotzdem ein kreativer Mensch. Manchmal mache ich einfach Collagen und bereite das schon mal vor. Wenn wir Ideen für Bilder haben oder Serien haben, dann bereite ich das vor. Ich mache weiterhin Recherchen und solche Sachen. Ja, und wir arbeiten einfach jeden Tag miteinander. Und das macht Spaß. Ich könnte euch vor Anfragen wirklich, glaube ich, nicht retten. Und ich glaube, das ist nicht einfach so, hey, wir sind mega bekannt und alle wollen mit uns ein Interview führen. Man kann ganz einfach Wolfgang und Helene Beltracchi googlen und dann findet man eben Stefan Raab, Markus Lanz, echt die grössten, europaweit die grössten TV-Formate haben euch im Interview, im Gespräch. Wie managt ihr den ganzen Rummel um euch? Weil das ist ja, vorher sind ja total unbekannt gewesen. Ja. Aber illegal unterwegs und jetzt sind wir total bekannt und legal unterwegs. Eigentlich, wir managen das insofern, dass wir die meisten Anfragen einfach über Bord werfen. Ja. Das geht einfach nicht anders. Und wir entscheiden natürlich auch immer,
ist das nah für uns oder ist es weit weg? Also jetzt, wenn die Anfragen aus weit entfernten Städten kommen, wo man hinfliegen muss und wo das dann Tage dauert, dann sagen wir schon nee. Ne? Also außer es ist vielleicht was ganz, ganz Besonderes oder wir wollen halt eine besondere Geschichte erzählen. Ansonsten versuchen wir eigentlich es immer lieber bei uns im Atelier zu machen. Dann haben wir nicht so viel Zeitaufwand. Wir können verstehen, dass die Leute das gerne machen. Wir machen es auch gerne mit. Aber wenn es halt zu kompliziert wird, dann lassen wir es einfach sein. Und wir machen es einfach schon am liebsten hier in der Schweiz. Mhm. Und man hat das Gefühl, ihr fühlt euch sichtlich wohl vor der Kamera. Also ihr habt eine Geschichte, die man erzählen muss. Ich finde, das ist ganz ehrlich, ich finde, das ist euer Auftrag. Weil es gibt viel Leute, die kriminelle Machenschaften betrieben haben, die nicht darüber reden würden. Ich finde, man muss erstens muss der Zuhörer und der Zuschauer können akzeptieren, dass wenn man seine Strafe abgesessen hat, dass man das durch hat, das Kapitel. Und gleichzeitig finde ich es faszinierend, wie ihr euch eben sichtlich wohlfühlt vor der Kamera und auch irgendwie gern preisgebend von eurem sehr privaten Leben auch. Das war nicht immer so. Also bei mir war das so, halt dieser Moment war dieses Betreten des Gerichtssaals. Ich habe da gar nicht mit gerechnet. Ich wusste zwar, dass Presse kommt, aber ich gehe durch diese Tür und da ist ja nicht nur der Richter und der Staatsanwalt, sondern da waren, ich weiß nicht wie viele 100 Journalisten, ein Kamerageblitze, das war ein richtiges Chaos. Und in dem Moment gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder du versteckst dich, oder du sagst, da muss ich jetzt durch, da muss ich mit leben. Und wir beide sind halt Menschen, die packen halt lieber den Stier bei den Hörnern und leben dann damit. Ne? Und so habe ich gelernt, damit umzugehen. Der Wolfgang ist eine Rampensau. Also der geht egal wohin, dem macht das alles nichts. Er leitet gerade los, ist crazy. Ne? Ja. Und bei mir ist das schon ganz anders gewesen. Ich habe es gelernt und ich muss sagen, jetzt kann ich das auch gut. Ja. Er hat mir erzählt, dass so viel prahlt wird mit eurer Verhaftung seitens Staatsanwalt und vor allem seitens zwei Polizistinnen und Polizisten, die sehr viele Sachen erzählen, die so einfach nicht gewesen sind. Ist es vielleicht auch ein bisschen ein Klarstellen, auch für den eigenen Schutz, zu sagen, hey, wir haben nicht abhauen oder so. Wir haben gewusst, wenn das passiert, dann stellen wir uns dieser Situation. Und auch, um den Leuten können erklären, dass Beltrakis eben nicht die Bösen sind, wo man gerne natürlich erzählt, weil es sich sehr gut erzählt. Mhm. Einfach, um auch die Geschichte ein bisschen richtig zu erzählen. Ja, ich denke, es ist einfach so, dass man natürlich sich selber ja auch zeigen will, ne? Dass man schon sagt, so, das ist alles passiert, das war nicht gut, aber wir sind ja im Grunde schon ganz normale Leute. Ne? Unsere Kinder haben beide ihre Studien abgeschlossen, die haben beide Berufe, die sind moralisch einwandfreie Menschen. Ne? Also wir haben es schon geschafft, auch solche Menschen zu produzieren und zu erziehen und die in die Welt hinauszulassen, dass die klarkommen. Ja. Und wie jeder andere auch. Ne? Das sind dieses kriminelle Bild, was natürlich von den Ermittlern versucht wird darzustellen, das ist ja auch klar, das ist ja deren Leben. Ne? Die müssen das ja auch so machen. Das muss ja auch alles eine Berechtigung haben. Ein Ermittler kann natürlich nicht sagen, das ist ja eigentlich im Grunde seines Herzens ein ganz, der ist ja ganz okay, der Typ, sondern das muss ja ein Krimineller bleiben, sonst ist der Sinn ja nicht erfüllt seines Jobs. Ja. Ich verstehe das schon. Ne? Aber dass man da so ein bisschen die Wahrheit verdreht, klar, da ärgert sich der Wolfgang ganz besonders drüber, weil der ist einfach so ein Mensch, der immer gerade rausredet und was der erzählt, das hat auch immer seine Berechtigung. Mir ist das eigentlich langsam sowas von egal, was die erzählen. Du hast das wie hinter dir, glaube ich. Ja, eben, das ist Vergangenheit. Was kommt denn in der Zukunft alles? Jetzt in der Zukunft, also im Moment arbeiten wir an der Vorbereitung von Ausstellungen, die dieses Jahr noch laufen. Eine in Bern und eine im Aargau, die jetzt dieses Jahr stattfinden. In Ende des Monats kommt ein Buch heraus, das wir mit dem Scheidegger und Spieß Verlag gemacht haben, über die NFTs, die der Wolfgang vorletztes Jahr gemacht hat. Also das muss man sagen, ist ein digitales Bild, wo eine Währung auch ja, ist. Genau, Kryptowährung das, eigentlich. Ja, das wird in Kryptowährungen gehandelt, aber das sind Token, das heißt, das sind digitale Kunstwerke. Ja. Und darüber haben wir ein Buch gemacht, weil wir auch erklären wollten, für viele Leute ist das unverständlich. Die sagen, was soll das sein? Und jetzt gibt es ein Buch dazu,
was ist das eigentlich, ein Token? Da schreiben einige Philosophen, was die darüber denken, wie die über Kunst denken, Leute, die NFTs machen, schreiben. Und da gibt es dann halt auch die Bilder, die Alberto Venzago alle gemacht hat. Fotograf. Toller Schweizer Fotograf. Und mit dem wir das zusammen gemacht haben. Und das kommt jetzt am Monatsende raus. Ich habe noch ein kleines Buch geschrieben, das ist noch nicht ganz fertig. Das geht auch um ein Gemälde, das der Wolfgang gemacht hat. Das hängt im Hotel Felix. Das ist die Zürcher Stadtgeschichte. Da habe ich die... Regula und Felix, oder? Ja, ja, ja. Genau. Und das ist ein großes Bild, was Wolfgang gemalt hat. Das hängt seit 21 da. Das erzählt die gesamte Geschichte der Stadt und die Geschichte dieser Stadtheiligen. Und ich habe dazu Texte geschrieben, wie diese ganzen Tiere, die in diesem Bild vorkommen, die haben ja auch alle einen mythologischen Hintergrund, und wie die diese Geschichte der Stadt nacherzählen, aus der Perspektive der Tiere. Das mache ich gerade fertig und das möchte ich dann im nächsten Jahr herausgeben. Wir arbeiten an einem Kinofilmprojekt, das dann auch in den nächsten Jahren rauskommt. Wird ein ganz spannender Film, hoffe ich. Ja. Also es sieht auf jeden Fall so aus. Man redet von Hollywood-Style, ja, oder? Ja, also, aber auf europäisch. Wir sind Europäer, wir wollen es europäisch erzählen. Aber das Größte vom Größten, die Beste von der Beste sind die Was Idee. Man hier in Europa so machen kann. Und natürlich sind da Amerikaner auch beteiligt. Das ist klar, die können das halt sehr gut. Ne? Wir wollen es gerne mit den Franzosen, den Engländern machen, teil auch mit Amerikanern, Italienern. Halt, weil es auch in Europa stattgefunden hat, hauptsächlich. Aber es wird international natürlich auch spielen. Ne? Es wird sehr viele schöne Aufnahmen geben. Dann haben wir noch, der Wolfgang schreibt gerade noch an einer neuen TV-Serie, die er gerne machen möchte. Da geht es auch wieder um Kunst und wie Kunst erklärt wird. Aber das möchte er mit jungen Kunststudenten gemeinsam machen. Das ist auch spannend. Wir sind so verrückt. Ja, ja. Und dann gibt es noch ein... Nochmal eine Netflix-Serie, wo aber eine Spielfilm-Serie ja, ist. Ja, genau, das wollen wir dann auch noch machen. Aber jetzt muss erstmal der Kinofilm rauskommen. Du, wir sind ja erst 30, ihr habt ja noch locker 80 Jahre Zeit, um das alles umzusetzen. Das ist das Problem. Wenn man das Leben wie so ein Maßband nimmt, dann ist natürlich klar schon ein Stück abgeschnitten. Und deshalb sind wir jetzt im Moment eigentlich auch ganz froh. Die Kinder sind autark. Die machen ihr eigenes Leben und jetzt können wir nochmal so richtig Gas geben und das machen, was uns Spaß macht. Ne? Mega einfach schön. Alles machen, wie es kommt. Was sagen eure Kinder? Unsere Kinder? Also zu dieser ganzen Geschichte Helene und Wolfgang Beltracchi, das kann schon noch schwierig sein, oder? Ja, natürlich. Sie hatten harte Zeiten. Ne? Als wir verhaftet wurden, studierte unser Sohn Gott sei Dank in Manchester. Für der war weiter weg. Das kam nicht so nah an ihn ran, die ganze Presse nicht. Unsere Tochter war in Deutschland, für die war es schwieriger. Die war im Abiturjahr, das ist dann ganz hart, aber sie hat es gepackt. Und sie sagte mir hinterher, Mama, ich muss dir gestehen, ich habe es einfach verdrängt, ich musste einfach meine Arbeit machen. Und ich dachte, klar, das ist genau richtig so. Ne? Das ist der einzige Weg, um da ganz schnell das hinter sich zu bringen. Hinterher sagen natürlich auch, beides war nicht gut. Sie wussten ja von nichts, aber wenn sie sich so mal einige Situationen aus unserem gemeinsamen Leben und ihrer Kindheit überlegen, dann war das schon ziemlich logisch, was da ja, also irgendwo kam. Muss ja das Geld her sein. Ja. Also das ist ja der einfachste Indikator. Ja, die Geschichte des Geldverdienens war einfach, wir waren Kunsthändler. Ja, der Papa ja. ist Maler und die Mama hat Zeit und die verkaufen schon mal hier und da ein tolles das hat ja Bild. Gestimmt. Genau, und ansonsten waren ja alle Freunde auch Künstler. Also das macht man sich da mal ein schlechtes Gewissen, dass man Kind so angelogen hat die ganze Zeit? Wir haben sie nicht angelogen, wir haben einfach nur einen Teil verschwiegen. Ne? Also wir haben schon mit unseren Kindern immer sehr offen. Aber ihr wart nicht offen in gewissen Punkten. Ja gut, wir hätten denen das auch nie erzählen können. Das Nein, kannst logisch. Du Kindern nicht. Ja. Das ist ja, Kinder fragen ihre Eltern eigentlich nicht. Kinder interessieren sich nicht für das, was Eltern wirklich tun. Die aber, leben aber das bereut mit. Man das dann so? Bereut man das? Dass irgendwie, es ist ja doch so, wenn ich jetzt meine Beziehung mit meiner Tochter, ich wollte ihr eigentlich alles können sagen, was ich mache. Ich kann mir vorstellen, dass das schon, vielleicht siehst du das ganz anders, aber dass es noch schwierig ist, wenn man eben nicht alles erzählen kann, weil man halt noch das Doppelleben hat. Ja, das Verrückte ist ja, die waren eigentlich immer dabei.
Ja. Wenn ich in Paris war, dann waren die Kinder auch da. Ja, einmal war ich am Flughafen und habe ein Bild übergeben an ein deutsches Auktionshaus, das extra nach Nizza gekommen ist, um ein Bild zu übernehmen. Da war der Junge dabei. Die haben immer alles ganz eins zu eins gesehen. Ich habe es ihnen natürlich nicht 100% erklärt, wie die Zusammenhänge sind, aber die haben jedes einzelne Detail unseres Lebens schon mitbekommen. Nur hinterher haben sie begriffen, dass da so einiges noch gelaufen ist, was sie nicht durchschaut haben. Aber ich muss sagen, heute, sie lachen sich eigentlich tot darüber. Und das ist eben die Key Message von dem Ganzen. Ja. Ich lache mich eben auch tot darüber. Weil ich finde, meine persönliche Meinung zum Abschluss von dem Gespräch, wir sind leider am Ende, ist, ja, es ist kriminell gewesen, ja, ihr hättet das nicht dürfen machen, aber irgendwie finde ich es auch gut. Das ist einfach eine witzige Sache, ne? Es ist sehr eine witzige Sache. Und man muss ja sagen, bei diesen Milliarden spielt jetzt das Bild für 6, 7, 8, vielleicht sogar für 20 Millionen, wenn es dann etwas ganz Verrücktes wäre heutzutage, nicht so eine Wahnsinnsrolle. Ach, weißt du, Geld, ne, das ist auch so eine Sache. Das ist ja heutzutage, das wird so verblasen und verspielt überall in der Welt. Ne? Da gehen die Banken hops und da geht ja. Also es spielt keine Rolle mehr. Ne? Das ist ja alles nur noch Fantasie. Und da gegenseitig Kleinkriminelle. Danke vielmals, Helene, dass du da gewesen bist. Es ist mir ganz... Ich komme mal zu dir. Ciao. Dass du da bist. Es ist mir wirklich eine grosse Ehre gewesen. Und ich wünsche dir alles Gute. Auch gesundheitlich, logischerweise. Ja. Und ich habe hohe Freude, dass ihr gekommen sind. Hat mich auch gefreut. Danke. Parlez-vous plus wurde dir präsentiert von Grand Casino Baden und Jackpots.ch.